Wir sind jetzt hier quasi an der Quelle bei LG Display und die haben nicht nur die transparenten OLEDs dabei, sondern auch noch was richtig Geiles zum Gaming. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und eins vorweg, man darf natürlich nicht verwechseln, das hier sind keine Produkte für den Endkonsumenten. Die kommen ja dann von LG Electronics. Das hier sind die Produkte von LG Display, die dann von LG Electronics oder Panasonic oder eben noch anderen Herstellern verbaut werden können. Es ist auf jeden Fall spannend, deswegen, wenn ihr mehr Bock auf solchen Content habt, abonniert den Kanal und gebt uns gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. Hinter mir seht ihr die transparenten OLEDs. Die sind theoretisch gar nicht neu von LG Display. Neu ist nur, dass es mehr Größen gibt. Vor allem die 77 Zoll UHD-Variante, die wir ja auch schon bei LG Electronics gesehen haben. Da ja auch noch ein bisschen in der Konzeptphase, aber zumindest haben die schon angekündigt, dass es einen 77 Zoll transparenten OLED dieses Jahr noch, Ende dieses Jahres, auf dem Markt geben wird. Spannend ist natürlich nicht nur der Blick hinter den transparenten OLED, sondern auch auf die Specs. Denn die klingen so ein bisschen nach OLED B-Serie von LG Electronics. Hier mit 600 Nits im 25% Fenster und 200 Nits Fullscreen. Das sind aber nicht die Werte, die dann wirklich das Endprodukt haben würde. Denn LG Display gibt hier höhere Werte an, die quasi theoretisch möglich sind. Allerdings hat man dann wahrscheinlich höhere Gefahren für Burn-in. Deswegen werden die meisten wirklichen Fernseherhersteller und Co. das Ganze ein bisschen runterschrauben, um das Ganze eben als Produkte zu machen, die dann auch jahrelang halten werden. Hier hinter mir sind meine Highlights an Gaming OLEDs. Das sind nämlich die Meta OLED Monitore. Die haben 240 Hertz, sind 21 zu 9 Curved Screens mit, ich glaube, 800R war es. Und es gibt nicht nur den 34 Zoller, den 39 Zoller, sondern auch einen 45 Zoll Bendable Meta OLED. Und Meta OLED ist die Bezeichnung von LG Display für das Micro Lens Array. Also ich stehe hier vor einem Screen, der auf Knopfdruck curved werden kann bis zu 800R und der das neue Micro Lens Array OLED Panel hat. Und damit ist einfach ein unglaubliches Bild möglich und natürlich auch die perfekte Immersion, wenn man dann am Zocken ist. Hier bin ich jetzt nach einem quasi Anwendungsfall, wie man dann zum Beispiel transparente OLEDs auch in, ich sag mal, eher Luxusgeschäften einsetzen kann. Hier ist der kleine 31 Zoller und das ist nicht nur ein OLED-Panel, sondern es ist auch ein Touch-Display, sodass man hier eben auch noch quasi auf einem sehr luxuriösen Level dann einen Touchscreen hat, mit dem man eben Sachen auswählen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung zu den neuen Sachen von LG Display. Also das, was möglich ist, beziehungsweise in den nächsten Jahren noch möglich sein wird. Und schreibt auch mal in die Kommentare, wann ihr damit rechnet, wann man einen Bendable MLA-Monitor zu Hause haben kann. Denn leider wissen wir ja noch nicht, wer den wann auf den Markt bringen wird. Ich bin da auf jeden Fall super gespannt drauf. Und die Wartezeit könnt ihr euch vielleicht verkürzen mit diesem Video hier.